Level, Level, Level. Ich will nochmal Proviant kaufen. Einmal im Gasthaus schlafen. Kostet ja nicht viel. Bitte sehr, genießt euren Aufenthalt. Ihr wollt ausgebildet werden. Gucken wir hoch, jetzt kommen wir. Sind jetzt noch Stufe 7. So ist es richtig. Machen erstmal so ist es richtig. Jeden so ein. Ist es richtig. So ist es so machen richtig. Wir das weiterhin auch. So ist es richtig. So ist es richtig. Wahrscheinlich kann so er gar nicht bis richtig. Zum Ende uns ausbilden. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Da so ist wir es richtig. Stärker als er. So ist es richtig. Nee, guck. Das ist jetzt vorbei. So ist es richtig. So ist es richtig. Aber waren schon ganz gut Level. Von 6 bis 9, ey. So, jetzt müssen wir mal schauen. Fangen wir mit dem Krieger an. Was nehmen wir? Wert müssen wir auf jeden Fall auch nochmal Experte werden. Das nützt nichts. Reparieren kann er ja bisher. Schild machen wir auf 4. Und Platte schon mal. Bis er die zum ersten Mal hat. Dann machen wir Strom. Ich denke, so ist das erstmal ganz gut. Schwert ist ja eh, meistens kommen sie ja gar nicht so nah ran. Meditationsexperte müssen wir auch noch werden, ey. War bestimmt schon wieder irgendwo in den Städten. Locker. Hab ich aber vergessen. Ein auf Bogen. Oder zwei. Streitkolben, okay. So. Schaltkorb wollte ich gar nicht unbedingt. Körper machen wir ordentlich hoch. Könnte ich noch einen auf Streitkolben oder Kette oder so? Oder lernen. Machen wir nochmal auf Kette. Bei Kette wollen wir sie ja nachher hochbringen auch. Damit sie nicht mehr so schnell down geht. Dann machen wir das gleiche. Machen wir auf Leder. Alchemie? Können wir Alchemie-Experte werden? Wassermagie? Ja, damit wir Experte werden für Wasserwandel. Auch nicht ganz verkehrt. Und Bogen müssen wir hier auch machen. Bis Experte. Könnten wir noch Lederexperte werden? Dann geht da auch schon man nicht mehr ganz so schnell drauf. Da wollten wir Erdmagie eigentlich hochmachen. Oh, hier hätten wir auch nochmal Erkennen eigentlich hochmachen können, ne? Oh, das habe ich jetzt vergessen. Geht auch 4, ist auch ganz gut. Ein nochmal dahin. Bogen ist sie schon. Können wir nochmal einen machen? Ist ja nun mal ein Bogenschütze. Kette, sechster Sinn. Oh, Luftmagie brauchen wir bestimmt nachher auch noch für. Aber dann kriegt sie aber auch einen Zauber denn, würde ich sagen. Und wir lernen mit ihr nochmal Meditation, zumindest die erste Stufe. Willkommen in der Gilde der Seele. Bewahrung. Achso, das war das. Puh. Ist nichts Neues irgendwie. Gutes, ne? Ich will mir auch gleich mal eine Liste machen. Mit allen den Sachen, willkommen die wir jetzt in der Gilde des Wassers weiterbilden müssen.
Ne. Funkenflug könnten wir uns auch nochmal holen als Flächenschaden. Willkommen Bisschen in der zumindestens. Luftgilde. Funkenflug kostet doch auch nicht viel, oder? Wie sie das kauft, 900. Ja, für die ganzen kleinen Viecher wie Spinnen oder Ratten. Gerne Funkflug holen. Könnte nützlich sein. So, jetzt müssen wir uns mal eine Liste machen. Machen wir nebenbei eine Datei auf, dass wir das da aufschreiben können. Fähigkeiten. Wir müssen lernen. Bei ihm müssen wir Schwert. Dann müssen wir. Wo können wir nochmal als Überschrift Krieger? Krieger muss Schwert. Dann Platte und Schild. Platte, Schild. Sonst nichts weiter, ne? Nö. Sonst brauchen wir hier nichts weiter. Hier könnten wir noch. So machen wir hier unsere Klerikerin. Die braucht. Oh, ein noch für Bogen. Ab wann kann man Körpermagie zum Meister machen? Oder eine Stufe höher? Das wäre mal interessant. Oder generell, wann kann man die nächste Stufe machen? Meditation können wir hoch machen. Und sonst nichts, ne? Hier wäre Erkennen noch mal ganz gut gewesen. Aber hier können wir auch ein bisschen was machen. Glück kann ich jetzt raustappen, das gefällt mir sehr. Alchemie. Also erstmal den. Was haben wir denn? Wir haben hier einen Magier. Der kann Alchemie hochmachen. Und Leder. Und Wassermagie. Aha. Wassermagie. Noch was? Nee. Ach so, ja, und der letzte noch. unser Bogenschütze. Jetzt war er das genannt, aber ist egal. Dann Kette. Kette. Entschärfen geht. Sie sind entschärfen nicht mal Experte. Warum haben wir denn das noch nicht gemacht? Das wird uns ja einiges erleichtern. Ich war felsenfest überzeugt, dass wir das hatten. Entschärfen. Das kann nämlich sein, dann brauchen wir den anderen gar nicht. Den Feinschmied. Das ist jetzt. Das ist jetzt typisch. Und Erdmagie, dafür müssen wir aber Kampfmagier werden. Ja. Ich würde mal sagen, damit sieht das gar nicht. Wie sieht denn gerade aus? Jetzt müssen wir auch nochmal schauen. Das können wir wieder auf der Seite schauen. Was wollen wir auf der Seite schauen?
wo wir das alles lernen können. Ausbildung. Bogen haben wir bei ihr schon hochgemacht, ne? Ja. Dann jetzt hier hin. Warum lädt er das nicht richtig? Da jetzt. Also, Alchemie-Experte in Forest. Ich habe gar nicht hingeschrieben. Ja, nee, das ist ja, geht ja nur um Experte jetzt, ne? Alchemie müssen wir in Forest oder in Desert? Schreiben wir mal hinter. Forest oder Desert? Entschärfen ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen wir in Erasia. Schreiben trotzdem mal alles hin. Und Forest. Und Tatalia, okay. Wassermagie könnte ich mir vorstellen, dass wir das hier lernen. Gucken aber, dass wir noch weiter nach dem Beruf. Oh, ich hab es falsch hingeschrieben. Das muss ja hinterher entschärfen. Zack. So. Meditation. Experte. Oh, wo ist das denn? In den Mooren und Mount. Okay. Meditation können wir in Mount und Deja. Okay. Leder und Magie kommt jetzt als nächstes. Was kommt hier Magie? Erde, Feuer, Erde. Erdmagie dafür. Doof, dass da jetzt eigentlich. Nee, da bei Erde müsste ja. Stimmt, Bogenschütze ja gar nicht. Du musst ja Kampfmagier sein dafür. Das wäre natürlich gut, wenn die das hinschreiben, ne? Und Experte ist ja. Ist doch auch im Tal oder in der Steinstadt. Naja. Armondel und Barrow Downs. Downs. Kette. Oh, Kette wäre gut, wenn wir das hier vielleicht wäre. Aber noch eine andere Magie? Wassermagie. Stimmt nur in Forest. Experte Forest und Evely. Okay. Forest ist recht viel. Das wäre natürlich nochmal ein guter Punkt, um dann da auch dahin zu reisen. Evely. Jetzt kommen die Waffen. Bogen. Brauche ich Bogen? Nein. Guck mal, ab Level 7 können wir immer die nächste Stufe erreichen, ist schon mal gut. Kampfkunstkette, Kette, konnten wir nicht Kette? Ja. Kette ist in, auch in Forest und Tatalia. Leder. Leder, 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 Leder. Wo war Leder? Unten wahrscheinlich. Da ist Leder. Oh, kann ich hier lernen? Armondel. Ja, das machen wir dann gleich. Und jetzt mal alles für meinen Krieger noch, ne?
Da brauchen wir Panzer. Experte ist in Tatalia. Da. Tatalia. Schwert. Oh, Schwert ist in Erasia. Aha. Da waren wir ja auch schon ein paar Mal öfters. Dachten wir, das wäre nur im Forest. Erasia und Mount. Oh, ja. Und Schild wäre noch cool, wenn das auch vielleicht hier ist. Ja, ist auch in Erasia, ist auch nicht schlecht. Erasia. Okay, damit haben wir alles erstmal. Gucken wir nochmal, wo die in Harmondale sind. Die Lehrer. Zwar einmal der. Ich will mir nochmal den Erdmagier hier angucken. Erdmagie und Leder. Oh, müssen wir lernen, mal gucken. Hä? Wo ist er denn? Spirituelle, Experte Körpermagie, spirituelle Magie. Körper. Da, Leder. Ist die 15. Douglas. Meister der Feuermagie und Erdmagie brauchen wir noch. Ich sehe ja nicht. Gelehrte der Erde, aber Experte. Aber nicht. Ich sehe hier nicht, dass das auch Experte für Erde hier gibt. Feuers, nee. Irgendwie gibt's das hier gar nicht. Habe ich mich da verguckt? Magie war doch Erde. Experte, H-Modell. Gut. Gibt's hier nicht, weiß ich nicht. Dann gucken wir nur den Leder bei der 15 an. 15 ist da. Okay, ich weiß, was das ist. Da weiß ich, wo das ist. Muss sie hier sein, ne? Mehr kann ich jetzt nicht. Riemen. Mal gucken, wo können wir denn heute hin? Hallo, ihr wollt reisen? Forest, da müssen wir auch vieles lernen, ne? Da müssen wir Alchemie, Wasser, Kette. Ja, gehen wir da mal hin, ne? Ja, komm. Komm. Wasserwandel nehmen wir uns aber mit aus der Truhe. Ich glaube, das können wir dann nämlich ab Experte. Ah, okay. Der Erdexperte ist im kleinen Dorf im Süden. Dann gucken wir da nochmal nach. Ah, deswegen wurde er wahrscheinlich gerade auch nicht angezeigt. Weil das eine ganz andere Karte war. Ist der Bill.
Aber ich muss da nun mal einfach, ja, muss der Kampfmagier für sein. Ach, dann ist das natürlich scheiße. Aber das machen wir jetzt ja. Gehen ja gleich in die roten Zwergruinen oder was das sind. Kommen wir nirgendwo hoch. Wie aber? Hä? Ich kann mir das sonst immer hoch? Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Hier doch aber, oder? Geht das vielleicht mit... Ah, mit normalem Speed geht das besser. Ah, hier liegt der Loot. Nice. Ah, schön wieder Erze, das ist gut. Können wir nämlich dadurch uns wieder ein bisschen Rüstung holen. Den Reaktionstest können wir ja eigentlich immer noch nicht schaffen, ne? Fähigkeiten sind... Oder Attribute sind noch nicht. Er hat schon mal 25. Aber es soll ab 50 sein, ne? Ne, schafft's ja nicht. Kein Respawn hier. Aber Gold. Da, was ist das denn? Ganz nett, aber unnütz. Bogen, ist der Bogen toll? Wahrscheinlich nicht so toll, ne? Oh, was hat er denn als Zusatz? Ein einfacher Wannersumhang, jo. Den verkaufen wir. Ach, ich kann auch ganz nicht alles... Ganz nett, aber unnütz. 5D2 plus 4, der ist ja schon mal ein besserer. Kriegt der Krieger hier. Zack. Gehen wir nochmal verkaufen, würde ich sagen. Guten Tag, darf ich helfen? Ah. Danke. Das will wieder der haben. Guten Tag. Danke, bis dann. Jetzt nehmen wir uns aber nochmal die Bücher mit aus der Truhe. Für Wasser wandeln. Man weiß ja nicht. Ich denke mal, Experte war das. Kann ich mir gut vorstellen. Himmelkaka muss allerdings die Fähigkeit Geistermagie mit dem. Mein Experte Geistermagie ist hier halt auch noch weit entfernt von, ne? Das Schlechteste war hier. Bitteschön. Das darfst du gleich lernen. Jetzt auf nach Forest. Uff nach Forest. Hallo, ihr wollt reisen. Ihr wollt ja. Ihr wollt es gehen. Ihr wollt reisen. Ich würde sehr gerne reisen. Vielleicht sollte ich mir mal nebenbei eine Karte aufmachen, weil ich suche mir hier wieder einen ab. Experte Wassermagie ist doch hinten irgendwo in der Ecke. Das weiß ich doch noch.
Wassermagie der Ecke? War das in der Ecke? Nein. In irgendeiner Ecke war das. Da. Hallo, Luftexperte. Bist du noch weit von weg? Auch nicht mehr ganz so weit. Ach, du bist ja auf Wasser, Mann. Fantastisch, der kann was. Der kann was. Endlich mal ist er positiv überzeugt von etwas. Müssen wir noch Alchemie. Wo ist denn Alchemie-Experte? Ja, soll angeblich da sein. Okay. Wo geht's hier hoch? Da. Da kennt man zumindest ein bisschen was auf der Minimap auch mit dem Patch hier. Nicht ganz gut. Guti. Und Kette. Wichtig, wichtig, wichtig. Wo ist der Kettenmann? Experte Fallen entschärfen ist ja auch. Auch wichtig. 32 sogar direkt nebenan. Servus. Meisterschütze oder Scharfschütze sein. Das ist natürlich jetzt blöd. Also ich glaube, ich kann nicht Kampfmagier und Meisterschütze oder Scharfschütze gleichzeitig sein, oder? Oder ist das die Stufe danach? Weißt du das zufälligerweise? Dann können wir jetzt noch mal schauen nach Kette. Rüstung ist die 11. Okay. Da soll die 11 sein. Und damit noch Kette. Dass man für die Experte zum Teil schon dann sich selber weiterbilden muss, das finde ich schon ein bisschen doll. Sag nicht, du musst jetzt hier dich auch wieder fortbilden für. Nice. Wer fehlt dir hier noch? Ach, fehlt dir noch ein bisschen was. Aber da werde ich auch erstmal nicht weiter skillen wahrscheinlich. Haben wir jetzt eigentlich alles? Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Können wir nämlich mal in die Wüste. Endlich mal die nächste Quest weitermachen für die Zwerge. Guten Tag. Ach, Evelyn natürlich nur.
Müssen wir auch noch einmal hin? Ne, müssen wir gar nicht hin. Och, da müssen wir halt gar nicht hin. Das Thema Meisterschütze und Scharfschütze, ne? Ob das die Edge-Stufe ist vom Bogenschützen? Ahoi! Willkommen! Ah, nach Desert, da müssen wir hin. Das passt. Und Desert, das können wir auch noch was lernen, oder? Nee. Nee. Egal. Ahoi! Gehen wir mal davon aus, dass wir das da jetzt schaffen. Anker hoch und Segel setzen! Ach, die Gegend war das. Damit kann man sich ja wegporten hier. Seid ihr friedlich? Oh ja, sie sind friedlich. Das ist jetzt. Ist das schön. wo müssen wir hin? Ich glaube, hier ist die Höhle irgendwo. Wir müssen ja in die... in die roten Zwergen liegen. Zwergen wie müssen wir. Kommen wir hier gut hoch? Wir kommen hier auf jeden Fall hoch, ne? Am besten gehen wir da noch nicht nochmal runter. Schönen guten Tag. Okay. Was macht ihr da gerade Verrücktes, Jungs? Hufeisen, nice. Bist du jetzt giftet? Das kannst du dir selber wegmachen. Speichern. Kann auch was Gutes passieren? Kann nichts Gutes bei passieren. Ich will doch nur das Hufeisen. Genau, mehr wollte ich doch gar nicht. 3 Stück liegen hier eigentlich immer erfahrungsgemäß rum. Das sind 3 Stück gewesen. Dann gebe ich die, glaube ich, ihm her. Auch wenn noch einer fehlt für Körpermagie, ne? Aber komme ich eh nicht mit 3 Hufeisen hin. Von daher ist das ja auch egal. So, und ich glaube, wir müssen jetzt hier längs und da vorne, das müsste schon die Höhle sein. Sind die feindlich? Ganz stark danach aus. Ist das? Ah ja. Aha. Speichern und drauf da. Easy, die sind leicht. Die schaffen wir. Ich glaube, dass da recht viele Schleime noch gleich kommen, oder? War das nicht so?
Ich glaube, dass da in der Höhle recht viele Schleime sind. Die müssen wir gleich mal wegmachen. Wir haben nur eine, der es kann, ne? Vielleicht so. Oh, Wassermagie ist aber bei uns jetzt recht gut. Wenn wir uns da einen Wasserzauber kaufen für die, ist das vielleicht nicht das Schlechteste, was wir machen können. Komm, kriegen wir doch noch weg. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem, das würde ich aber auch sagen. War das schon alles? Ja, die können echt nichts hier, die Flatterviecher, ne? Da waren sie, die Greifen in der Greifenburg da in der Nähe. Das ist wesentlich schwerer. Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ja, schön. Ein Schwert. Hab ich das? Ganz nett. Schon mal aber gehabt. Unnütz. Ja, das hatte ich schon mal gehabt. Sind hier noch ein paar Greifen? Ein paar Greifen würde ich ja noch wegmachen, ne? Komm her, du Eumel. Ah, der ist so weit weg. Wohin komme ich hier? Barrow Downs, okay. Lieber speichern. Und öffnen. Jawohl. Wem soll das denn nützen? Halber Schaden durch Fernkampfangriffe. Sehr nice. Das kriegst du. Und einen schönen großen Haufen Gold. Aber dafür ist... lass ich lieber die Rüstung. Und dann kriegst du das. Aber da wiederum Trefferpunkte plus 4. Was ist da jetzt besser? Dass der auch noch keine Platte hat, ne? Es ist so nervig. Ja, hier müssen wir rein. Und es wird der. Wollen sehr wir das wirklich? Nee. Aber wir müssen, wir müssen. Ich sehe da schon Schleime. Die wären jetzt nicht ganz so schön, weil ich nur eine Attacke habe, um die zu treffen. Vielleicht werde ich gleich nochmal in die Stadt zurück und da Zauber kaufen. So, für Wasser und Luft. Ich hoffe, dass das ein bisschen was bringt vielleicht. Und die Wasser ist ja nur er. Ich meine, sie kann gar nicht ihnen irgendwie Schaden zufügen. Ah, sie könnte es aber mit Funkenflug wiederum. Eine Überlegung wäre es wert. Einen wäre doch mal ganz gut, zumindest gleich weg zu haben. Wahrscheinlich auch nur den grünen. Da sind noch drei blaue oder so. Und der ist auf den blauen gegangen. Ah. Was war das denn? Der ist ja durch einen halben Raum da geflogen. Ah, jetzt kommen zwei Grüne. Zwei Grüne gehen ja wieder rum. Geht natürlich immer auf den falschen. Wenn ich mit der Maus drüber halte, müsste er ja eigentlich drauf gehen, ne? Ja. Oh,
Oh, geht doch der Nacht nicht. Wäre doch nur ein Schuss gewesen. Gut, der haut aber zumindest schon mal ab. Der trifft. Gleich hoch rein. Loops sind echt nicht so schön zu machen. Aber er hat ja auch nur noch die Hälfte des Lebens. Jetzt könnte sie ja auch schon mal gleich einen Funkenflug rein loslassen. Bei ihr machen wir mal den Standardzauber raus. Nein, raus, soll der doch. Jetzt für mich gar keinen. Hier machen wir jetzt den als Standard. Na klar. Bis da welche reingehen, ne? Oder? Geht ganz gut, würde ich sagen. Überlebt die Runde noch bitte? Das Blöde ist natürlich, dass sie nicht so viel Mana hat, ne? Aber ist ja auch gleich weg. Heilen auf dich selber bitte einmal. Ah, sie hat keine Mana mehr. Aber schafft er auch so, denke ich. Da bin ich recht guter Dinge. Ha! 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 Oh, jawohl, schön. Hat natürlich ordentlich Mana gekostet. Aber erste Gruppe haben wir weg. Kriegen wir das magische Auge noch aktiviert? Aha. Warum wird mir das denn nicht angezeigt? Das ist ein rotes. Ah, die sind noch stärker. Und grünes. Und sie ist down. Nichts wie raus hier. Hm. Nichts wie raus. Raus.